Herzlich willkommen heute zu einem etwas anderen Videoreport. Es geht nicht um den Digitalausschuss, sondern heute startete die Corona-Warn-App und dazu möchte ich euch gern was erzählen. Ich habe die App heute Morgen schon installiert. So sieht sie aus, wenn man sie anhat. Unbekanntes Risiko. Es sagt mir also, dass meine Historie noch zu kurz ist, um das Risiko zu bewerten. Warten wir mal, ob sich das vielleicht in den nächsten Wochen ändert. Viele fragen sich ja, ob diese App ein Überwachungsinstrument der Regierung ist. Ich finde die Frage völlig berechtigt. Ich bin auch sehr misstrauisch, immer dann, wenn es darum geht, dass der Staat IT anfasst. Und zwar IT, die irgendwie mit Bürgerinnen und Bürgern zu tun hat. Diese App sollen ja Millionen Menschen benutzen. Da ist Misstrauen völlig angebracht. Aus diesem Grund war es extrem hilfreich, dass nach anfangs sehr starken Protesten aus der Community heraus, auch von Wissenschaftlern, man den ursprünglichen Ansatz verlassen hat. Der war sehr intransparent, zentrale Datenspeicherung, alles bisschen dubios. Und dass man dann einen Neustart gemacht hat mit einem dezentralen Projekt, wo Datenspeicherungen und Abgleiche nur auf dem individuellen Handy, aber nicht mehr auf einer zentralen Datenbank stattfinden. Vor allem aber, wo man alles Open Source gemacht hat. Das hat es echt noch nie gegeben. Und das ist so bemerkenswert, ich würde sagen, das war ein wirklich revolutionärer Prozess. Da konnte jeder reingucken, egal von wo auf der Welt. Über 100.000 Menschen haben das gemacht, haben mit sehr argwöhnischen Argusaugen auf diese Software geguckt, haben nach Fehlern gesucht und sie zurückgemeldet. Mehrere tausend Rückmeldungen gab es dazu, haben aber auch explizit nach Hintertüren gesucht, die der Staat vielleicht da einbaut oder einbauen lässt, wo dann möglicherweise Daten abfließen, die die nicht haben sollen. Solche Hintertüren hat aber niemand gefunden, die sind nicht drin. Auch der wirklich sehr misstrauische Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber war sehr eng involviert, hat sich das alles vom ersten bis zum letzten Buchstaben angeguckt und er bestätigt, diese App ist sehr datensparsam, sie tut nichts, was sie nicht tun soll und vor Überwachung durch den Staat muss man bei dieser App zumindest keine Angst haben. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie viele Menschen müssen denn die App nutzen, damit es überhaupt Sinn macht. Bestimmt haben viele von euch mal irgendwo in den Medien gelesen, ja, da müssen ja 60% sein, das klappt sowieso nicht, also ist das Ganze sinnlos. Das stimmt aber nicht. Diese 60% sind leider falsch zitiert, sie kommen aus einer Oxford-Studie. Da hat man aber eigentlich geschrieben gehabt, und die Leiterin der Studie hat das inzwischen öfter schon mal klargestellt, dass 60% Nutzer einer solchen App ganz allein eine Pandemie zum Stoppen bringen könnten. Von so einer Welt reden wir aber gar nicht. Wir reden von einer Welt, die uns umgibt, mit Mund-Nasen-Schutzvorschriften, mit Abstandsregeln, mit Hygieneregeln, mit Verbot von 1000 Leute treffen sich und haben Spaß miteinander. Das ist die Realität, in der wir uns bewegen. Viele, viele verschiedene Maßnahmen gleichzeitig. In so einer Welt kann jede App, die zwischen zwei Personen, wo eine Person infiziert ist, einen relevanten Kontakt erkennt und eine Person warnt, sodass sie zu Hause bleibt, kann Infektionsketten unterbrechen. Jede mehr ist eine Unterbrechung mehr. In dieser Studie wurde festgestellt, dass unter diesen Rahmenbedingungen, wie ich sie gerade beschrieben habe, auch schon 15% der Bevölkerung einen wirklich nennenswerten Einfluss darauf haben können, die Pandemie zu verlangsamen. Jetzt ist die sogar besonders relevant, weil wir haben jetzt mehr Bewegungsspielräume, wir fahren wieder mehr Bahn, wir sind überhaupt mehr draußen unterwegs, wir demonstrieren wieder. Das sind alles Kontakte, ja, wer stand in der Demo neben mir, wer saß in der U-Bahn hinter mir, die kann ich doch keinem Gesundheitsamt sagen, wenn die mich in einer Woche fragen, wen ich so getroffen habe. Das weiß ich nicht. Da kann ich vielleicht im Kalender noch gucken oder mich erinnern, mit wem habe ich zusammen gegrillt oder einen Film geguckt oder in einer Kneipe gesessen, aber ich weiß doch nicht, wer in der Demo neben mir war oder in der U-Bahn neben mir saß. Genau da kann die Corona-Warn-App hilfreich sein. Jetzt kann man sich sagen, ja, schützt die mich überhaupt? Das ist ein bisschen wie beim Mund-Nasen-Schutz. Die schützt nicht dich, die schützt aber deine Freunde, deine Nachbarinnen, deine ArbeitskollegInnen. Die schützt die anderen, wenn du infiziert bist, möglicherweise, weil du dich dann zu Hause abschotten kannst, weil du dann nicht mehr zu Risikogruppen hingehst, hoffentlich, weil du vielleicht in Quarantäne bleibst und weil du dich einfach fernhältst von größeren Menschengruppen. Damit schützt du andere, so wie du andere schützt mit einer Mund-Nasen-Maske.
Das antwortet indirekt auch schon auf die Frage, ja, was ist denn mit den Leuten, die gar kein Smartphone haben oder nicht haben wollen? Die sind in gewisser Weise benachteiligt, aber auch nicht so, wie sich das anhört. Weil die werden ja durch andere geschützt und nicht dadurch, dass sie die App nutzen. Ich erinnere nochmal, die App schützt nicht mich als Handybenutzer oder Handybesitzer, die schützt die anderen. Das heißt, ich, wenn ich die App runterlade und benutze, schütze diejenigen, die sich kein Handy kaufen können. Weil wenn ich eine Warnung auf meine App kriege, gehe ich nicht mehr in deren Nähe. Und damit werden die seltener angesteckt. So funktioniert es, ist natürlich trotzdem blöd, dass viele Menschen diese App nicht benutzen können, weil sie ein anderes Betriebssystem als Apple iOS oder Android benutzen oder weil sie es zwar haben, aber ihre Handys ein bisschen älter sind und da läuft es dann leider auch nicht drauf. Jetzt könnte man denken, boah, Anke findet alles super mit der App. Das stimmt nicht. Natürlich muss man immer noch abwägen, will man die jetzt haben, will man die nicht haben? Ja, man kann einen Beitrag für die Gesundheit und die Gesellschaft und das Gemeinwohl leisten. Aber man hat auch ein bisschen Sicherheitsrisiko, weil man ein offenes Bluetooth haben muss. Ist nicht unendlich groß, ich glaube, es ist vertretbar. Hängt aber auch davon ab, welches Gerät man zum Beispiel hat. Es muss also am Ende eine komplett freiwillige Entscheidung sein, weil es eine komplett individuelle Entscheidung ist, ob man so eine App jetzt haben will. Es ist auch völlig legitim, wenn man denkt, nee, ist vom Staat, will ich nicht haben, lasse ich die Finger von. Völlig in Ordnung, muss jeder alleine entscheiden können. Damit es bei dieser zugesagten Freiwilligkeit aber auch wirklich bleibt, braucht es unbedingt zwingend ein Corona-Warn-App-Gesetz. Das muss nicht nur festschreiben, dass es eine ganz strenge Befristung geben muss, bis zum Ende der Pandemie, keinen Tag länger. Es muss außerdem festschreiben, dass es eine ganz strenge Zweckbindung geben muss, denn wir haben auch schon 100-mal erlebt, dass die Regierung sagt, ja, das wollen wir doch nur für Kinderpornografie und Terrorismus und plötzlich werden runtergeladene Lady Gaga-Songs an den Pranger gestellt. Also, dass da Dinge zweckentfremdet werden, kennen wir auch. Aber als drittes braucht es eben eine absolute gesetzliche Garantie für Freiwilligkeit. Und das ist nicht nur die Abwesenheit von staatlichem Zwang, das ist auch die Abwesenheit von sozialem Druck und damit meine ich nicht, dass der Freund der Freundin sagt, ey, wäre das nicht super, wenn du auch die App, ja, diese Art von sozialem Druck kannst du nicht verhindern. Aber was man verhindern muss, ist, dass irgendeine Kneipe sagt, ohne App lasse ich dich nicht rein, dass irgendjemand sagt, du kriegst mehr Bewegungsfreiheit, wenn du diese App hast oder ein Arbeitgeber sagt, ja, bei der Bewerbung sind deine Chancen größer oder der Arbeitgeber kommt und sagt, alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen das haben. Das muss man verbieten, das ist ja keine Freiwilligkeit mehr. Und da vertraue ich nicht wie Justizministerin Lambrecht darauf, dass es ja sowieso nicht passiert, hat sie in einer Pressekonferenz gesagt. Sie findet nicht, dass es der Lebenswirklichkeit entspricht. Ich finde schon, es gibt schon Rechtsanwälte, die sagen, sie haben die ersten Anfragen von Mitarbeiterinnen, die von ihren Arbeitgebern gezwungen werden sollen, die App zu installieren. Also gibt es die Gefahr und also muss man etwas dagegen machen. Wir kämpfen weiter für ein Corona-Warn-App-Gesetz. Welche Daten speichert eigentlich die App? Hauptsächlich speichert sie nur anonymisierte Zahlencodes, die sich alle paar Minuten ändern und die ich mit den Handys austausche, die länger als 15 Minuten, weniger als 2 Meter Abstand, das ist so die Infektionsparameter, in meiner Nähe gewesen sind. Also keine Gesundheitsdaten, aber ich kann mich auch dafür anmelden und registrieren beim Abgeben eines Tests beim Arzt oder im Labor, dass mir die Testergebnisse in die App hineingeschickt werden. Da kann ich das Ergebnis möglicherweise mehrere Tage schneller bekommen. Wenn ich mich dafür anmelde, dann kommt also automatisch das Testergebnis in die App und das sind natürlich gesundheitsbezogene Daten. Da steht ja dann möglicherweise Anke Corona positiv getestet. Gesundheitsdatum. Das hat aber nicht nur Nachteile, weil Gesundheitsdaten will man da vielleicht nicht unbedingt haben. Es hat auch Vorteile. Denn damit kann ich mich freischalten für die Meldung als infiziert an den zentralen Server, der diese Meldung mit meinen anonymen Codes weiterverteilt an alle anderen Handys und das ist der Weg, auf dem die Warnungen bekommen. Das heißt, wenn ich das nur machen kann, wenn ich vorher wirklich ein positives Testergebnis bekommen habe in der App, dann kann auch nicht jeder andere einfach mal so aus Trollerei denken, oh, ich gehe jetzt mal über dem Hauptbahnhof, bleib überall mal so ein paar Minuten stehen, da wo viele Leute sich aufhalten und dann klicke ich mal, ich bin infiziert.
Mit so einer Trollerei kann man das System lahmlegen. Das will man unterbinden und das passiert auf diesem Weg. Manche sagen ja, mit der App kann ich jetzt alles wieder machen. Ich brauche keinen Mundschutz mehr, ich kann überall hingehen, wir brauchen gar keine einschränkenden Maßnahmen mehr. Das ist Bullshit. Wir brauchen alle diese Maßnahmen weiter. Es ist nur ein zusätzliches Mittel. Im Übrigen ersetzt es auch nicht die notwendige Rückabwicklung der Privatisierung im Gesundheitswesen. Da haben wir ja gerade, als die Corona-Pandemie hier am heißesten war, erlebt, wie schlimm das ist, dass das alles profitorientiert war, dass es dann nicht mal größere Lagerbestände zum Beispiel für medizinische Schutzmasken gab, weil die zu teuer gewesen wäre. Wir wissen alle, wie furchtbar schlecht bezahlt Pflegekräfte im Gesundheitswesen sind. Alles das ändert eine App auch nicht. Und alles das ist weiter auf der Tagesordnung und gehört zu den Themen, um die wir uns als Linksfraktion kümmern. Versprochen.